Hallo zusammen, willkommen zu der nächsten Folge Live in the Woods, heute mit Gronkh. Ich habe den gerade im Stream überrascht, also ist schon ein paar Tage her. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Die Folgen werden wahrscheinlich ein bisschen chaotischer ablaufen als sonst und zudem auch einfach hart gecuttet werden. Ich denke nicht, dass ich da eine große Einleitung und Ausleitung mache. Vielleicht schneide ich die einfach mal dran, aber ich lasse den Guten jetzt nicht so lange warten. Wir gehen jetzt mal in den Discord. Hallo? Ja, bist du da, Peter? Ja, grüß dich, ne? Guten Abend. Ich habe gesehen, dass du dich hier rumschleißt. Da dachte ich, komm einfach mal drauf. Ja, der Chat ist schuld. Ich wollte hier gar nicht hin. Und ich wusste auch gar nicht, wo ich da hinkomme. Und wir sind ja quasi noch in der ja, richtigen Welt, ne? Ja, genau. Ist gar nicht so weit weg von dir. Das ist quasi zwischen Tobi und dir, nur ein bisschen nördlicher. Ah, okay. Ich sehe schon, das Schneebiom sehe ich da drüben gerade. Kurze Frage. Ja. Oh, warte. Ich mach grad nochmal dein Chat auf, der noch nebenbei dann läuft. Ach so, ja. Okay. Jetzt bin ich da. Ja, ich wollte nur ganz kurz. Ach so, was das ist? Ja. Also, ich sag mal so, ich hab mir ja so ein bisschen bei dir was geliehen, so ungefähr alle Burger, die du hattest. Was? Das habe ich bemerkt. Da muss ich wieder fünf. Weißt du, das Ding ist, ich muss dann wieder 5 Folgen lang Burger machen, während du dir hier einfach schön bequem eine Automatisierungsmaschine hinklöppelst, weißt du? Ja, das war quasi mein erstes Ziel, dass ich das Auto. Also habe ich noch nicht fertig, war jetzt nicht so lange hier drauf. Ah, okay. Ach so, klar, ja, sehe ich. Natürlich. Sind ja nur winzige Kleinigkeiten passiert. Genau, ich habe aber ein paar Burger auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, ein paar habe ich dir sogar ins System gelegt. Ach so, also ich hab wieder welche gemacht, alles gut. Ach super, waren wir 5 Folgen dazwischen? Ich weiß gar nicht, wie viele okay. Ich habe hier auf jeden Fall noch welche mit. Also brauchst du die hier gerade? Dann nimm die einfach. Ja, dann gib. Hier, warte, dann. Ja, die haben sie halt am Boden gelegen, aber ich esse die einfach mal. Ja, da ist wieder Salat drauf dann. Ja, dann geht's. Das ist ja gesund. Ja, und vom Prinzip her, dieses Gerät hier, das ist im Grunde mein Chunkloader, damit diese Ender-Lili-Samen wachsen. Weil normalerweise kannst du natürlich auch zum Abbauen benutzen. Aha. Aber ich möchte nicht deine Welche kaputt machen. Diese Enderlinien, die brauchen ewig, oder? Ja, die brauchen, ich glaube, 9 Stunden pro Perle. Oh, okay. Aber hier sind schon ein paar Stunden vergangen. Oh, und die tun weh. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ging das nicht mit den NPC-Mods, dass die irgendwie den Chunky haben? Nee, leider nicht. Habe ich versucht. Also, der stand hier zwar cool rum, der Chunky, aber der hat nichts gemacht. Oh, okay, schade. Schade. Und hier, aua, lass das. Genau, und hier sind hier jetzt ein paar Enderperlen drin, weil ja Endermänner aus waren. Oh, Photovoltaikzelle. Oh, bringen die genug Energie? Sehr wenig. Schade. Aber die sind ja auch im Schatten hier unter Bäumen. Das kann ja nichts werden. Echt? Oh Mist. Ja, also was baust du denn? Du kannst ja gar nichts. Aber ich hätte zum Beispiel schon mal ein paar Rohstoffe für einen Reaktor gesucht und eventuell den Anfang fürs ME-System. Also das dauert sowieso noch ein bisschen. Ja. Weil es also was braucht man denn für Rohstoffe für einen Reaktor? Also wir haben zahlreiche Ölquellen auf der Karte. Wir könnten aber auch eine automatische Baumfarm hinkriegen in der Vault und sowas. Jelorium. Ja. Das ist quasi das neue Erz, was da quasi... genau. Hier dieses. Diese gelben Barren. Okay. Wo kriegt man die her? Muss man die selber machen? Nee, die muss man leider finden. Oh, okay. Ich habe noch gar keine von ihnen gefunden. Ich war echt lange auf Reise, aber ich war nicht in vielen Höhlen drin, tatsächlich. Aber komm mal mit, ganz kurz. Warte. Ja, klar. Das linke Buch, genau. Ja, ich folge unauffällig. Ja, das war das Falsche, jetzt bin ich bei dir. Oh. Okay. So. Das rechte Buch. Ja. Das ist hier die unberührte Farming-Welt, sehr weit weg von deinem Zuhause. Oh, geil. Ja, sowas mag ich. Aber warte mal, irgendwie bist du bei mir jetzt nicht mehr da. Bist du denn hier? Ich bin genau hinter dir. Ah, jetzt bist du da. Komm mal mit hier runter, warte. Ja. Also hier läuft auch so ein Quarry, so ein Bergbau. Ja. Unterirdisch, aber die bringen halt nicht, ich meine, die brauchen super lange. Alter, willst du mich verarschen? Was machst du denn hier? Und ich mach das mit Spitzhacke. Und mit einem Hammer. Mein Leben ist nichts mehr wert. Aber bitte nicht runterfahren. Ne, kommt man nie wieder hoch, oder? Ne, kommst du nicht. Ja doch, irgendwie mit Böcken wahrscheinlich. Okay, bis zum... Ach du Heilige. Und eigentlich wollte ich dir nur deinen Diamanten wiedergeben, den ich dir auch geklaut habe, aber ich habe keine gefunden bis jetzt. Das ist ja lächerlich. Mit der Spitzhacke habe ich da mehr Erfolg als du. Ja, dein Kistenherz zu urteilen schon.
Ach du Heilige. Und ich habe mich auch immer unter Stein der hoch. Erdoberfläche aufgehalten, damit es halt oben immer noch normal okay. aussieht. Und du machst alles mit diesen Solarzellen, mehr braucht man dafür nicht. Das ist ja billig. Also ich meine, nicht billig, aber das ist eigentlich ist es ja einfach. Naja, aber effizient ist es halt nicht, ne? Die laufen halt super langsam. Da ist also mit deiner Spitzhacke ja. bist du ehrlich gesagt schneller. Aber wenn man das einfach die Zeit so laufen lässt, das ja, muss genau, doch das reichen, geht, oder? Das geht. Und die, ganz kurz, diese Steinbruchblöcke hier von BC Builders ja. Oder von Buildcraft, die lassen quasi den Chunk immer weiterlaufen, oder was? Genau, also du kannst, glaube ich, 64 mal 64 Bereich abstecken. Aha. Und das wird dann immer geladen und das wird dann halt abgeerntet. Okay, das ist eine Itemleitung von Ender.io. Kann ich dann sagen, was die alles... Oh Gott, Connection to the Down, can receive Cheeseburger. Can receive... Ach so, ich habe ja selber Cheese mit Cheeseburger draufgeklickt, deswegen wahrscheinlich. Ja, du kannst sagen, was an den Kisten rein soll und was nicht halt, ne, aber... Genau, das wollte ich gerade gucken. Genau. Wo legt man das fest? Ja, normalerweise würdest du dann einen Item-Filter noch einbauen, aber der ist jetzt nicht drin, weil ich halt einfach alles... Ah, ich sehe gerade. Ach du Heilige, ja. Aber ist halt nicht so lukrativ hier gewesen. Ist halt auch nur ein kleiner Bereich, den man aberntet. Okay. Das heißt, wir werden diese ganze Welt hier aushöhlen? Kann man jeder machen. Sagt, ja, geil. Eine ganze Welt aushöhlen, das ist genau meins. Wir können natürlich die auch oberhalb bauen und ein relativ großes Loch bauen. Ja, aber von oben soll es ja schön aussehen. Ja, und dann ist das ganze Ding aus, einfach genau. hohl. Die hohle Erde, finde ich irgendwie geil. Bis zum Bedrock. Und wenn Zuschauer da mitspielen wollen, dann können die sich hier quasi Häuser unter der Erde machen. Wie die Morlocks bei der Zeitmaschine. Und die müssen aber immer Essen hochbringen. Ja. Durch die Kulis. Für irgendwas müssen ja gut sein. Ach, wie schön. Ja, und das war dann, also, ich weiß nicht, wenn du die Koordinaten siehst, ich bin, glaube ich, nach Nordwesten aber, gelaufen und relativ weit, 5000 Blöcke oder so. Aber das hier ist aber keine neue Map, sondern das ist ja immer noch... Das ist deine Welt. Okay, vielleicht soll man dann doch lieber eine andere Welt holen, oder? Oder bist du... Ja, aber da hab ich immer Angst. Ach so, ja, aber das ist natürlich das Risiko dabei. Dass der Server wieder nicht geht und Ja, gut, das hat man ja erst einmal. Dreimal hat man das. Ich wurde gerade übrigens überredet, ein Schloss zu bauen. Ja. Vielleicht könnte man das ja als gemeinsames Projekt machen. Ja, zum Beispiel. Ich hatte sowieso die Idee, ob ich jetzt mehrere kleine Häuser, also man könnte theoretisch so ein Schloss bauen mit einem Hof, wo man halt mehrere kleine Häuser reinmacht. Mhm. Mit einer Schmiede oder sowas. Also alles so kleine Mini-Häuser. Genau. Und dann so ein Städtchen vor dem Schloss vielleicht. Ja, genau. Auch mit Schmiede und bla bla bla. Und dann so eine Mauer ringsrum. Und außen sind dann vielleicht ein paar Bauernhäuser und riesige Felder, sowas in der Richtung. Und die Maschinen sind halt da drin. Ja, die sind natürlich unsichtbar. Das wird natürlich eine kleine Herausforderung, die alle unsichtbar zu kriegen. Also hier das, was ich hier aufgebaut habe, das war wirklich nur zum mal kurz gucken, ausprobieren und Ah, jetzt sollte alles noch reinkommen. Also theoretisch könnte man auch eine automatische Burgerfabrik bauen für die Vault. Ja. Dann bräuchte man sich zumindest nicht mehr ums Essen kümmern. Hätte ich gar nichts gegen, ehrlich gesagt. Hätte ich gar nichts gegen. Huch, wer ist das da? Ist aber kein Werwolf, oder? Oh. Ist das ein Werwolf? Hört sich so an, ja. Wehwolf. Nee, Wehwolf. Aber kein Werwolf. Sonst brauchst du nämlich wieder... Aber Monster sind an, hat mich voll gewundert. Ja, weil ich auf Reise war und ich dachte, der Server hatte per Default-Einstellung eigentlich Monster aus. Ja. Oh, da kommt und ich dachte, der übernimmt die wieder, aber ich musste ein Rollback machen und da waren die Monster dann die ganze Zeit an. Achso, okay. Oh. Ach stimmt, ich glaube, tagsüber werden die wieder zu Menschen, ne? Ja, aber nicht die. Es gibt Werwölfe, die werden zu Menschen. Die zu Menschen werden, das sind die, die man nur mit einem Goldschwert umhauen kann. Ah, okay, die halten ein bisschen mehr aus. Gut. Genau. Creeper. Aber ich finde gut, dass die nicht sprengen können. Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich mich so oft abgefuckt schon. Oh, da drüben ist ein Enderman. Oh, ich höre ihn. Jetzt. Ich glaube, der kommt jetzt. Ja, ich habe den nur mal ganz kurz angetriggert. Angelunzt? Ja. Oh. Oh nein, jetzt hat er mich. Warte. Wir müssen... Der tötet uns halt beide. Oh, eine Enderperle. So. Dankeschön. Oh, sehr gut. Also es gibt auch so eine Quarry, so eine Art, die im Grunde nichts aushöhlt, sondern nur alles zur Erde macht. Aha, okay. Das ist auch eigentlich ganz gut. Also ich wollte mich da eh nochmal irgendwann so durcharbeiten, aber irgendwie kam ich nie dazu. Ich weiß gar nicht warum. Ich hatte privat mal so ein bisschen rumprobiert. Huch, Vorsicht, die tun weh übrigens, die Enderlinien. Ja, hab mich schon gewundert.
Okay, aber eigentlich ist es ja wirklich mit den Photovoltaik, ist es ja gar nicht so kompliziert, auch ein bisschen Energie drauf zu kriegen. Nö, die gehen auch relativ fix, die vier Stück da. Aber wenn ich jetzt so einen Reaktor mache, dann brauche ich diese komischen Barren da, ne, die du da hast. Ja, genau, und Kohle. Hast du genug Kohle? Das kommt drauf an, was du unter genug verstehst. Pass auf, wir bauen bei dir mal einen Reaktor. Sollen wir bei dir mal einen kleinen Reaktor bauen? Hast du denn die Zeit? Weil ich habe gehört, du hast heute gar keine Zeit, du schaffst es gar nicht. Nee, ich habe es umgemünzt. Also im Normalfall wäre ja, ich glaube, nächste Woche Montag gewesen. Nee, eigentlich heute tatsächlich. Heute? Okay, dann war ich ja, dumm. Der Monat ist schon rum, oder? Ja, dann, doch, heute wäre Minecraft Monday. Dann habe ich mich doch, getan. Ja, dann habe ich heute Zeit. Ja. Ach cool. Ja, aber nur, wenn es wirklich geht. Ja, also nur, wenn du wirklich Zeit hast. Also ich nehm eh gerade auf. Also mir ist echt Wurst. Oh, geil. Nein, aber du hast ein Bett mit, habe ich gerade gesehen. Nee, das ist deins, aber ich hab, ja, warte. Warte, ich mach mal. Jetzt muss ich an deinen Füßen liegen. Oh, fuck. Fuck mal live, Alter. Aber ich bin schon mal froh, dass du nicht in meinem Bett gepennt hast, ey. Ja, hab ich mir fast gedacht. So. Ist auch ein bisschen komisch, also ein bisschen weird ist das dann schon. Jetzt ist nur die Frage, sollen wir den Reaktor halt bei dir bauen? Weil, oder wir bauen den halt irgendwo, wo wir den noch funktionell gebrauchen. Obwohl, den können wir bei dir bestimmt gebrauchen, ne? Also ich habe in der Vault habe ich ja. unangenehm. Nee, so Leute, kennst du Leute, die mit dir reden und dir dann ja. Diese persönliche Nähe dann immer brechen und dann so. Ja, hallo. Und dann haben die meisten noch mega Mundgeruch. Ja! Die Leute machen die einfach extra damit. Grundsätzlich und dann so. Ich wollte dir noch sagen, schön, da bist Peter. Na, so einen hatte ich früher mal auf der Arbeit, der war echt gut. Oh, das ist so weird irgendwie. So, nee. Ja, ich glaube, der war auch ein bisschen von dem Ufer da hinten, glaube ich. Ja gut, solange der dich dann nicht abgeleckt hat dabei, dann ist nee, alles gut. Nee, war alles gut. Warte mal, Kohle hattest sonst du, sonst nur ne? Bei Frauen. Was? Kohle hattest du, ne? Kohle habe ich ein bisschen was da. Ich guck mal mit in deine Kisten, nur aus Neugier. Ja, lunz mal rein. Also wie gesagt, so viel ist ich da nicht. Ich habe alle vier Meteoritenplatten. Ich war noch ein bisschen auf Reise. Ah, gut. Ich habe auch drei gefunden in einem. Ah, cool. Du Sau. Glück, ich ja. Bin erstmal bis ans Ende der Welt gegangen. Ach, guck mal, ich habe meine Salzmaschine. Möchtest du mal gucken, wie die Salz herstellt? Mit Wasser und Dingens, ne? Und dann, aber wo kriegst du genug Wasser her? Kann man da so einen Brunnen nehmen oder so ein 4x4-Ding? Ja, genau. Man kann ein 4x4-Ding nehmen. Warte mal, ich muss nur noch mal gucken, wie das funktioniert hier. So. Fischer. Und da kommen Fische raus dann, oder was? Ja, Fische und Bücher. Ich wollte Bücher haben und verzauberte Sachen. Wie kommen denn da Bücher raus? Ja, die sind halt. Also alles, was du theoretisch angeln kannst, kannst du quasi in den Fischer packen. Ach so. Alter, aber da, ganz kurz, ich setze mich mal anders hin. Spammt man sich da nicht tierisch mit Items zu? Ja, klar. Aber sowas von. Ich muss das immer rauswerfen am meisten. Ja, guck mal, diese Fische. Wegwerf-Safari-Netz, es ist ein Mysterium. Oh, nicht öffnen. Was ist da drin? Oder sollen wir die mal öffnen in der anderen Welt? Ganz kurz, was ist da drin? Da kann alles drin, da von einem Gas bis zu einem Oh, Creeper. Vorsicht! Ja. Entschuldigung, hab ihn zu spät gesehen gerade. Sollen wir die einfach mal öffnen? Ganz kurz, was macht denn die Fischtruhe gerade? Ja, die machen immer Party, wenn ich Ja, das ist schon irgendwie cool. Also wenn du die auf diese Conduits wirfst, egal was, dann machen die halt Party. Ich habe da mal Musik zu eingeblendet im Stream, aber Das ist irgendwie geil. Ach, du hast die Fische alle rausgeholt. Ja, genau. Und jetzt wird hier automatisch Salz hergestellt übrigens. Okay, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Autonomer Aktivator. Der holt Wasser raus. Genau, und dann und tut der? Er hier mit einem, ich glaube, mit einem Pott und einem Wassereimer macht er das Rezept zu Salz hier unten. Oh, jetzt habe ich hier aus den Fisch aufgenommen. Autocrafting Table. Ach hier, Topf und Wassereimer. Und da wird dann Salz draus und dann geht das da rein wahrscheinlich. Genau, und der leere Eimer, der geht halt wieder zurück in den Aktivator und fängt wieder von vorne an. Das heißt, der geht durch die Itemleitung, die wahrscheinlich Conduits heißen auf Englisch, deswegen hast du das gesagt. Ah ja, genau. Das heißt, diese Conduits gehen in beide Richtungen oder was? Oh Mist. Du kannst sie einstellen. Du kannst halt In- und Output festlegen und auch mehrere Kanäle machen, so mit Farben. Also hier sehe ich gerade grün Output. Genau, und da ist auch ein Item, also wenn du da mal rechts draufklickst, auf die Platte außen rum. Ja, dann steht hier Autocrafting. Nee, will be inserted into Autocrafting. Extracted Items. Ah ne, warte mal, da musst du weiter auf diese Platte drücken. Nicht auf den Pfeil, sondern was näher an der Maschine ist. Ah, jetzt extrahieren. Wassereimer, oh Gott. Genau. Also das ist jetzt eingestellt, der soll nur volle Wassereimer rausnehmen, sonst würde er auch den leeren rausnehmen.
Okay, das sind sehr viele Infos gerade. Ja, ich glaube auch. Warte mal, wir machen was Einfaches. Komm, wir machen Netze auf. Warte. Ja, das können wir auch gleich machen. Warte mal. Okay. Da geht der Wassereimer raus. Aber woher weiß man dann da? Der Topf. Hä? Woher weiß denn der, dass der Wassereimer wieder zurück da rein soll? In den autonomen Aktivator. Ach so, warte, der kommt von hier unten. Ach, da ist noch eine Leitung. noch zwei Leitungen. Alles klar. Da wird dann der leere Wassereimer zurückgeleitet. Genau, das war nämlich meine Frage gerade. Das hat mich gerade verwirrt. Alles klar. Okay, dann ist da unten noch eine Leitung wahrscheinlich. Da ist die Leitung. Ja, du cleverer Hund, du. Ja, hat sehr lange gebraucht. Deswegen ist auch nur das. Okay, ja, verstehe ich. Deswegen hatte ich mir die Cheeseburger-Maschine noch ein bisschen verschoben bei mir. Obwohl ich Salz halt reindroppen wollte. Ich wollte gar nicht automatisch herstellen. Ja, ich meine, du hast genug Salz. Man findet es halt auch relativ häufig irgendwo, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, man muss es dann ja nicht mitnehmen. Ja, stimmt. Wo bist du hin? Ich dachte, du wolltest was öffnen. Ja, rechtes Buch bitte. Bitte nicht an den Maschinen, sonst Gas ist nicht so gut. Okay. Ja, warte, jetzt gehen wir mal auch nicht an dem Buch. Ohne Buch kommen wir nicht zurück. Ich will nicht sterben. Warte. Ich will nicht sterben. Komm, wir gehen hier rüber mal. Ja, ich folge dir unauffällig. Zuckerrohr nehmen wir auch noch mit. Also kann natürlich auch super langweiliges Zeug rauskommen. Ich gebe dir mal drei und ich gebe dir mal alle. Toll, danke. Glaube ich. Wo soll ich auf dem Wasser oder ja, wo? Ja, klick einfach mal auf den Boden. Hier so? Ja. Ah, eine Pilzko, okay. Ja, das ist süß. Okay, nochmal? Ja. Okay. Das ist Schieb. Hä? Ein Schwein namens Schieb. Ein Paradoxum. Hä? Warte, schieben wir mal eine Ecke. Ach, deswegen heißt es Schieb. So, warte. Meine mal, die Kuh, komm hier, ab. Ab ins Wasser. Da kann man auch Pilze rausholen, glaube ich. Aber ja, die braucht man nicht. Da ist er weg. Da rennt es. Das Dschungelkätzchen. Oh, das war mal lustig. Ich habe die mal Ocelot genannt. Mhm. Also, weil die so hießen. Und ja. Dann wurde mir halt immer gesagt, dass ich den Namen von dir geklaut hätte, weil du den auch so genannt hast. Was? Was? Ja, die heißen noch so. Ist halt YouTube. Okay, das ist... Huch. Hä? Der Löwe stirbt gerade. Der ist im Baum. Ja, zum Glück. Oh. Jetzt haut er ab. Alles klar, gut. Okay. Das war's mit dem Löwen. Was so, mit dem das Löwen? War's alles mit gut? dem Löwen. Ups. Und da bleibt noch ein Zahn, den braucht keiner. Hat keiner gesehen. Eine Kuh und? So. Eine unsichtbare Fledermaus. Okay, sehr gut. Also weit sie so spektakulär. Das war's. Okay, da war nichts Spannendes dabei, außer gut, dem Löwen geht's gut, der ist nur ein bisschen geflogen jetzt. Da war nur ein Zahn. Ja, ich soll euch sagen, ihm geht's sehr gut, das ist nur der entzündete Backenzahn. Dr. So. Gronkh, der Zahnarzt für Löwen. Einfach auf die Fresse, bis das Ding draußen ist. So, okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal nach dir, oder? Das war das linke Buch, ne? Ja. Jetzt sind wir wieder bei der Hütte. Ne, noch nicht mal richtig. Ah, Gott sei Dank. Ja, gut, ist eine andere Hütte. Das ist die langsame Hütte hier. Boah, ist die lahm. Ui. Also, warte mal. So, was wollte ich denn? Ach, hier lädt er noch den Chunk nach gerade. Das dauert leider immer ein bisschen. Ja, ich sehe es. Ich habe mal eine Frage. Kennst du dich servertechnisch auch aus? Nicht so gut. Aber vielleicht habe ich es mal gehört, wenn du jetzt irgendwas erzählst. Schade. Ich wollte mich mal fragen, ob es möglich ist, wenn man einen Server richtig konfiguriert hat, pipapo, ob dann vielleicht dieses ewige Chunk-Gelade vielleicht auch ein bisschen schneller geht und generell alles ein bisschen schneller geht. Ach so. Ja, ich kenne mich da nämlich überhaupt nicht aus. Ich habe jetzt einfach so einen Standard-Konfigurationsserver. Ja, ich lasse meistens auch immer einen Kollegen ran. Ja. Oh, ich hänge fest. Ja. Und ich glaube, zeigt immer sexy. Okay, ich glaube, das langt nämlich nicht für die 50 Mods, die wir hier inzwischen schon drin haben. Nur 50? Nein, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber ich habe das Gefühl, dass der Server damit nicht so richtig zurande kommt und wir deswegen auch ein paar Lags haben von Serverseite. Ja. Ja. So. Hallo. Also ich sag mal so, der Reaktor, den wir jetzt bauen, der ist halt ein bisschen kleiner und noch nicht so effizient, aber den bräuchte man halt, um für einen Anfang vielleicht viel Strom. Den kann man ja auch später noch ausbauen, oder? Ja, das stimmt, genau. Ich meine, wir haben einen Reaktorraum. Ja, dann lass doch mal hin. Oder sollen wir erst Teile mitnehmen? Den Reaktorraum hat mir schon mal gezeigt. Ah, okay, ja, dann. Lass doch Teile mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was wir alles brauchen. Okay, warte mal, ich geh mal ganz kurz ein. Ja. Ich guck mal hier, Photovoltaik, nur weil es mich interessiert, damit können wir da nicht arbeiten, aber vielleicht für hier. So. Fortgeschritten. Braucht klare Sicht. Also du müsstest erstmal ein paar Reaktorhüllen herstellen.
Dynamischer Kristall, dynamische Regie. Reaktorhüllen? Genau, dafür müssen wir erstmal Kohle braten. Habe ich nicht schon Reaktorhüllen gemacht? Das kommt mir gerade so bekannt vor. Warte, von BC sind die auch, ne? Nee, die sind von Big Reactor. Okay, dann sind die es nicht. Ich habe nur für Farm und sowas, da habe ich schon diese komischen Hüllen gemacht und dann kommen ja die Maschinen erst rein, bla bla bla. Hüllen. Kohle. Hier. Ich suche mal nach Big Reactor. Ich guck mal ganz kurz, was wir da alles brauchen. Ja, genau. Welche sind denn das hier? Redstone-Anschluss, RedNet-Anschluss, Red Dead Redemption, Reaktorzugang, Yellorium, klar. Welche sind denn das hier? Sind zu viele. Gute. Also ich habe es ja 2228 am Ende. Kannst du ja was anfangen? Mit der Nummer? Kann ich ja nachsuchen nach 2228? Nee, ne? Warte, geht das? Oder mach mal App. Ja, Reaktorgehäuse. Ich hab's. Okay, gut. Ach, Reaktorgehäuse heißt das, gut. Ja, ach so, Entschuldigung. Ja, Eisenbarren, dann Yellorium haben wir ja, dann Gier und Graphitbarren. Genau, das ist Kohle gebraten. Wie brate ich denn Kohle? Ja, einfach unten und oben Kohle rein. Also im Ofen. Ach so. Ja gut, das ist ja easy. Soll ich mal machen eben? Ja, genau. Hau mal rein. Ah, ich hatte hier schon was drin. Ne, alles gut. Normale Kohle, ne? Kein Kohleblock, oder? Ne, normale Kohle. Okay, ich probiere mal ganz 32-32er Mischung. Mal gucken, was passiert. Ich mach's mal gerade in der Küche. Ja, wo man es auch sonst macht eigentlich. Reaktor bauen immer in der Küche. Ich will immer den Kuchen essen, wenn ich hier vorbeilaufe. Naja, man kann natürlich auch. Wir können natürlich auch eine Kuchenmaschine machen. Und die wirft dann die ganze Zeit mit Kuchen. Einfach mal vorne raus. Weil wir es haben. Ja, geil, Alter, geil. Warte, geht das hier an? Der Wasserhahn. Ja, irgendwie geht der nicht an. Ich glaube, der ging sogar mal an, oder? Oder muss der an der Wasserleitung sein oder am Wasser sein? Ich weiß gar nicht mehr. Aber der ging, glaube ich, mal an. Es brät. Was ich noch mit reinmachen wollte. Es brät. Genau. Also wir machen jetzt wirklich einen ganz kleinen Reaktor erstmal, ne? Und nur um zu gucken, dass das funktioniert. Ja, easy. Also 4 brauchen wir eh nur, ne? Nee. Oder? Wie viele Hüllen brauchen wir? Achso, wir brauchen mehr Hüllen, alles klar. Warte mal, ich rechne gerade mal kurz. Wir machen dann vielleicht einen 3x4 Reaktor. Also 3x3 auf dem Boden und 4 hoch. Klar, das ist, ja, logisch. Mhm. Das sind dann ganz viele Blöcke auf jeden Fall. Ach, das ist auch wieder so ein 3D-Gebilde, dass man dann, also quasi so ein, ne, du baust aus mehreren Blöcken dann so groß, wie du möchtest. Mhm, genau. Ah, okay, das ist halt ganz so ein Multiblock. Cool. Also, ich kann man echt wahnsinnig groß bauen. Und ich werde gerade daran erinnert, dass wir die Graphitbarren schon für Ketten benutzt haben. Habe ich also schon mal gemacht irgendwann auf dieser Reise. Ja, aber das ist, ich glaube, irgendwo habe ich ja bestimmt auch welche, aber fragt mich nicht. Wie kriegt man möglichst effizient viel Kohle? Da muss man doch bestimmt eine Welt bei Mystkraft erschaffen, die Kohle hat und dann einfach gib ihm, oder? Ja, kann man natürlich auch machen. Aber mit den Welten ist halt immer so eine Schwierigkeit, ne? Hast ja letztes Mal gemerkt. Ja, wir brauchen eigentlich nur eine gute brauchen wir eigentlich. Ja, das stimmt. Den Rest müssen wir immer vom Server löschen und müssen dann wieder neu starten. Und dann sind immer alle Welten weg, weil wir nicht wissen, welche kaputt war. Ja, wobei, wir haben ja nicht, glaube ich, immer Welten, wo das Meer direkt bis zum End geht. Also bis zum Bedrock meine ich, nicht bis zum End. Aber die eine Welt hat aber so eine ganz komische Flüssigkeit, ne? Die alles aufgefressen hat, glaube ich. Genau. Deswegen war die beim Bedrock und deswegen ist der Server ja zerschossen, glaube ich. Mhm. Da haben wir ja ein gutes Händchen gehabt. Also Graphitbarren dauern gerade ein bisschen. Ich brate gerade auch noch ein paar. Gibt es eigentlich Hochöfen, die schneller sind? Ja, es gibt hier diese Alloys, also Barrenschmelze. Heißt die so bei dir? Weiß ich gar nicht. Die können halt 3 auf einmal machen und auch relativ schnell. Ah, okay. Das könnte ich ja unten noch in die Seelenschmelze mit reinpacken. Seelenschmelze heißt bei mir Tinkerofen einfach nur. Ah, okay. Passt. Ne, finde ich auch. Da haben wir das. Also wir könnten vielleicht noch ein bisschen ein paar Kristalle züchten in der Zeit, während die Kohle brät. Du, wenn es etwas gibt, was ich gerne mache, dann ist es Kristalle züchten. Meistens zwischen meinen Fußnägeln. Ja, kenne ich. Wie macht man das? Da fällt mir gerade was ein. Hier der Noah, also mein Sohn. Ja. Mit dem wieso fällt dir jetzt was? Ich bin verstört jetzt schon. Ne, weil du gerade von Füßen gesprochen hast. Ne, pass auf, wir waren quasi im Urlaub gewesen und dann lief der da relativ oft barfuß rum und hat sich dann irgendwann immer so am Fuß gepackt. Und ich so, komm, da ist doch gar nichts. Und hab den dann immer einfach weiterlaufen lassen. Und irgendwann zeigte mir so einen ganz kleinen, spitzen Stein, den er wohl zwischen den Zehen hatte. Au. Und dann so, okay, wasch mal immer die Füße. Und dann war aber gut.
bringt manchmal viel. Ja. Füße waschen hat auch Vorteile. Ich muss zugeben, ich laufe zu Hause zum Beispiel immer gerne barfuß rum. Das ist aber nicht immer gut. Ja, das stimmt. So, denn ich laufe halt auch mal kurz in den Garten oder so auf der Terrasse oder sonst irgendwas und dann sehen die Füße halt entsprechend auch aus manchmal. Wobei mir das eigentlich relativ Wurst ist, aber dann schleppt man es halt immer gerne mit rein. Ja, genau, und verteilt es überall. Genau, und wenn du abends an die Füße hochlegen willst auf dem Sofa, dann ist das keine gute Idee. Ja doch, eigentlich schon, nur das Gegenüber wahrscheinlich nicht. Ja, vor allem, weil du hast dann schon so eine Sohle gesammelt über den Tag. Also. Ja gut, dann brauchst du nur noch abziehen, dann geht's. Ja, ich habe da so ein Album angelegt. okay, wie züchtet man Kristalle? Was müssen wir machen? Wie geht das? Sollen wir die Handversion mal machen? Bitte was? Ich bin irritiert und erfreut gleichermaßen. Also er freut sich schon darauf. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, die Handversion habe ich noch zu Hause. Ich hole die mal eben. Ich habe meine immer dabei. Ah ne, jetzt bin ich an deinem Bett. Wird nicht besser, glaube ich. Was? Langsam wird es unheimlich. Was braucht man denn dafür? Also wir brauchen, warte ganz kurz. Ja. Wir brauchen da... Ne, das war falsch. Warte kurz. Das hört sich schon ganz gut an. Das kenne ich aus meinem Let's Play. Warte, wir brauchen... Ah ne, wir brauchen Charged Zertus Quarz. Oh, vergesst das. Wir können das doch nicht machen. Charged. Ich hab geladenen Quarz. Hast du geladenen Quarz? Ich hab elf Stück habe ich. Ui. Ja, dann nimm die mal bitte. Ja, habe ich schon. Habe ich dabei. Ich gehe doch nicht ohne meinen geladenen Zertus Quarz Kristall aus dem Haus. Und dann misch die mal bitte mit Netherquarz und Redstone. Mit Netherquarz und Redstone. In einem Wasserloch. Was? Ja, du wirfst jetzt alle drei Sachen in einem Wasserloch. Einfach reinwerfen. Und Netherquarz und Redstone. Ja, jeweils genau. Mischverhältnis 1 zu 1? 1 zu 1, richtig. Und dann überraschen lassen. Habe ich das jetzt mitgenommen oder nicht? Warum nimmt der das nicht mit? Wie hieß das nochmal? Netherquarz 0! Nein! Oh, warte mal, ich habe noch was. Ah, gut, wieso habe ich kein Netherquarz mehr? Ich weiß nicht, ob ich den mal mitgenommen habe, aber bin ich nicht sicher. Alles klar. Ja, dann weiß Bescheid. Nee, ist schon gut. Netherquarz ist am Start. Warte, wo bist du? Ja, ich bin... Oh, Alter, was ist denn hier mit der Rucklichkeit gerade wieder da? Ja. Bestimmt, weil der Ofen läuft oben in der Küche. Naja, der sollte eigentlich nicht so längen normalerweise. Ich gehe mal hier raus. Ich versuche mal hier rauszugehen, wenn es gar nicht geht. Der geht immer hoch und runter. So. Ich dachte, wir spielen die Handversion. Wir sollten vielleicht pennen, oder? Ja, können wir machen. Aber du hast nur ein Doppelbett, ne? Ja. Ich drehe mich auch weg. Gut, ja, ich mache das auch. Ich lege mich dann einfach auf die andere... Wo bin ich denn hier? Ich bin noch ein zu tief. Ach, warte, das ist ein Dreierbett, cool. Oh, mit deinem Epic Bacon. Oh, lecker. Ja, bitte nicht dran lecken am Bild. Wenn Tobi noch da ist, kann er noch in der Mitte. Wenn Tobi da ist, haben wir da Milchglas drauf. Alles weggelutscht. So. Gut, ich leg mich mal hier außen hin, ne? Ja, bitte. Aber du hast schöne Betten mit so Bettdecken. Ne? Ich fand das irgendwie, also Schlafzimmer bin ich ein bisschen stolz drauf. Das ist das Beste, was ich gebaut habe bis jetzt in Minecraft. Ach, guck mal, ich sehe gerade aus einer Info, dass du deinen Netherquarz wahrscheinlich für eine Verbesserung deines Schwertes benutzt hast. Ja, auch das ist möglich. Kann sein. Wenn, dann habe ich das aber wieder vergessen. Ja, ich habe es ja auch vergessen, dass. Ja, egal. Ich sehe es auch gerade. Warte. Bei wem ist die FPS-Rate auch so niedrig? Das liegt nur an den Zuschauern, weil hier läuft alles flüssig, ne, Debitor? Ja, bitte. Hier läuft doch alles flüssig gerade in diesem Haus, oder? Ich habe, ungelogen, habe ich gerade 169 FPS. Ah, ich habe 120, weil ich nebenbei noch rendere? Fragezeichen. Was ist denn das da? Ne, aber war wirklich nur, als ich an. Ne, so viel habe ich hier nicht. Was ist das da hinten? Oh, wo denn? Hä? Hallo? Ah, da unten. Da auf dem See ist irgendwas Komisches. Hinterm Reis jetzt irgendwie. Ich habe nichts gemacht, aber warte mal. Ach, da. Das ist ein Helm, aber man sieht das Tier nicht, glaube ich. Da schwimmt irgendwas im Wasser mit einem Helm auf und man sieht den Helm, aber das Tier nicht. Stimmt, ein Huhn mit einem Helm. Wahrscheinlich. So, hier Wasserloch geht, ne? Ja, genau. Okay, pass auf, dann.